gucken, was die Eingangsstromstärke eigentlich sagt. Was ist denn, wenn der Kondensator dann noch voll ist? Das stört. Normalerweise müsste auch beim normalen Bedini die Drehzahl sich erhöhen, je voller der Kondensator wird, weil wenn irgendwann kein Strom mehr nachgepulst werden kann. Aber was ist, wenn er voll ist? Dann wird doch das behindert. Was ist, wenn man den fließen lässt? Dann wird er doch unendlich drehen, oder? Und da... Ja, das ist wirklich was Interessantes, was du das sagst. Das hat ja René gemeint, dass man eigentlich nur den Ausgang vom Bedini auf die richtige Art und Weise wieder mit dem Input koppeln kann. Und dann schon so, richtig. Was leider, ja nicht. Bei meinen Experimenten ist dann aber die Drehzahl immer runtergegangen. Die Stromaufnahme ist zwar runtergegangen, aber auch die Drehzahl ist runtergegangen. Aber das ist ja hier nicht, ne? Nein, normalerweise nicht. Das ist ja jetzt voll am Ausgang dran. Schade. Das ist so ungerade. 1684.